Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil hier bei unserem RP-Projekt. Ja, Real Farming, alles neu zu Meets Reality. Oh, eine richtige Ansage hier, Jürgen. Krass, hast du die geübt? Ja. Gut. Grünfelder Land, RP, willkommen auch bei mir. Schaut gerne beim Dark Racix YouTube vorbei. Unten in der Beschreibung ist der Link. Genau, und genauso zum Volker. Jo, können wir mal zum Feld wieder juckeln hier mit der Karre? Ja. Alter. Müssen Sie nicht einfach die Dings hier einklappen, wenn ich noch nicht drin bin? Ah, die geht automatisch. Herr Varuna? Volker Varuna, hallo. Man kann hier. Man hat mir gesagt, dass Sie eventuell mir helfen könnten, indem Sie Ihren Teleskoplader kurz ausleihen lassen könnten, da wir beim Markt momentan leider eine Lieferzeit haben von einer Woche. Und ja, solange könnte ich halt kein das Wasserwerk nicht laufen lassen. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich wollen. Ja, mir fällt der leider Teleskoplader nur keine steht Möglichkeit unten ein, beim Holzkohle einzulagern. Machen Sie dem Typen mal Druck. Der soll eine so Expresslieferung machen. Das könnten wir machen. Können Sie mir dann sagen, wo ich die Holzkohle noch herbekomme, wer die gerade herstellt? Ja, meiner einer. Sehr schön. Hätten Sie dann welche vorrätig, dass man da... Moment, muss mal gerade ins Tablet schauen. Herr Van Kan? Ja. Jo, 5 Paletten hätte ich noch. Dann nehme ich die doch glatt. Ja, dann kommen Sie am besten runter zum Sägewerk mit irgendwas, was die transportieren kann. Sehr schön, das machen wir doch glatt so. Ja, Paletten sind es, ja. Genau, perfekt. Dankeschön. Gut, bis gleich. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich müsste ich... Kann ich mir deinen Fast-Truck ausleihen? Ja. Ich muss mal runter zum Sägewerk. Da kommt gleich einer von der Gemeinde, dieser neue Typi da. Der will die Holzkohlepaletten abholen fürs Wasserwerk. Können wir mit dem Audi runterfahren? Ja, bis du den Audi geholt hast. Bin ich im Fasttrack unten. Dann fahr. Jo, halt mal an. Warte ich hier oben. Ja, halt mal an. Will man nicht die Beine brechen hier. Tschö. Ciao. Warte mal. So. So, jetzt aber. So. Dann fahren wir mal los. Los. Ja, der wird sowieso nicht so schnell sein wie wir. So, liebe Leute, noch zur kleinen Info. Wir haben inzwischen den Serveranbieter gewechselt. In der Hoffnung. Den Fasttrack, ey, bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. In der Hoffnung, dass es serverseitig ein bisschen besser läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ruckelt und zuckelt gar nichts im Moment. Ey, was ist denn jetzt los? Das Lenkrad ist. Der geht irgendwie so spät. Also, es ruckelt und zuckelt gar nichts. Sieht eigentlich ganz stabil aus. Jetzt gehe ich mal ganz schnell noch gucken, was der Albert treibt, wo der sich, was der macht. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Jo. Ich hätte mal eine Frage. Hat der Herr Richter bei Ihnen eine Erlaubnis bekommen, dass RaceX das Wasser fährt? Was nochmal? Also, der Richter hat den RaceX aufgetragen, ja, Wasser zu fahren. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Jürgen die Holzkohle letzte Woche hochgebracht hat. Okay.
Ja, weil Lukas weiß auch nichts davon und RaceX hat zu mir gesagt, dass er das Wasser auch zu den Türmen gebracht hat oder bringt. Oder bringt. Ich weiß nicht, ich habe vorhin bei der Gemeinde, bei dem neuen Mitarbeiter, da habe ich Wasser bestellt. Der hat gesagt, er bringt es mir. Okay. Jo, mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Okay, ja, dann. Dann passt das. Ja, muss ja wohl, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. So, schwirrt denn jetzt der Albert rum? Ich glaube, ich rufe den mal an. Jo, Aldi, hallo. Was machst du denn? Wo bist du denn? Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Da kommst du angerannt. Okay, ich leg mal auf. Wollte gerade nachgucken, ob hier alles in Ordnung ist. Jo, habe ich gerade den gleichen Gedanken, hatte ich gerade auch. Der gibt so einen neuen bei der Gemeinde gerade. Der kommt gleich und holt mal ein paar Holzkohlepaletten noch ab. Holzkohle? Jo. Hey, guck gleich mal rein. Jo. So schön im Laufen hier durch den Wald. Hier steht noch nichts. Wir brauchen Hackschnitzel. Ey. Was? Essiggurken? Essiggurken? Ja, habe ich gerade gelesen irgendwo. Manchmal kommt Essigsäure, kannst du gelesen haben. Ja, das liegt am Regen. Saurer Regen oder was? Doch. Wie viel brauchen wir denn? Holzkohle? Wir haben 5 Paletten, haben wir zur Verfügung. Jo, nimm alle. Jetzt. Oh, die stehen auch schon da. 5 Stück. Gut. Hast du gerade eine Ahnung, wo unser John Deere steht? Ja, Hackschnitzel brauchen wir noch. Da fahr ich gleich mal rüber, was holen, ne? Weißt du, wo unser John Deere ist? Kopfhörer, die funktionieren noch. Wo unser John Deere stehen? Dann nehme ich schnell mal das Ding hier. Albert! Ja? Wo steht unser John Deere? Der steht auf dem Hof. Ah, okay. Soll ich den hochholen? Ja, hol mal, weil ich würde jetzt hier noch ein paar Bäume fällen, weil und die anderen Bäume sind ja durch die Polen oder so abhanden gekommen. Lange steht ja hier oben irgendwo, ne? Bei dir, ne? Jetzt hier, ne? Beim Sägewerk, ne? Oder wo steht die? Die oder steht hier oben? Traktor dran sein. Gut. Gut, bis dann. Tschüss. Ja, bis bald. Ja, Palettenproduktion ist voll. Bretterpalettenproduktion ist voll. Nur die Abnehmer fehlen noch. Da müssten wir mal irgendwie die Werbetrommel rühren. Holzkohle haben, Holz. Dings da hier. Hackschnitzel haben wir, glaube ich, keine mehr im Moment. Ne, Hackschnitzel ist leer. Warte mal. Blenden auf. Müller. Warte mal. Warten Sie mal auf eine andere Leitung. Hallo, Herr Varuna. Hallo, Ihren Klingelton kenne ich mittlerweile schon auswendig. Ja? Sehr gut. Ich bräuchte mal irgendwas, um Hackschnitzel zu machen. Gut, aber könnten Sie da. Ich rufe Sie dann noch zurück, weil ich bin gerade mit dem Herrn Teig Fankan in einem Gespräch, bezüglich, ich weiß nicht, Sie haben es sicherlich mitgekriegt mit dem Gabelstapler. Ja, gucken Sie, dass Sie da eine Expresslieferung hinkriegen. Ja, ich weiß. Das schaut gut aus. Wir sind gerade in der Preisverhandlung sozusagen. Ah, ja. Beziehungsweise wir sprechen gerade ab, wie wir es machen. Ja, gut, passt. Gut, bis dann. Tschüss. Ich warte auf Ihren Anruf.
Tschüss. So. Dann müsste ich eigentlich gleich nochmal den Jürgen anrufen, aber naja. Ja. Ich bin gerade beim Sägewerk. Ja. Ja, ich vermisse was. Was? Unseren Holzanhänger. Ach so. Ich dachte, ich sollte ihn verkaufen. Mach keine Faxen hier. Ey, ich hab meinen Mitarbeiter jetzt losgeschickt, den verkaufen. Nee, du grinst ja schon. Nee. Das sehe ich von hier. Nee. Jürgen? Ja? Ich hab den Holzanhänger jetzt verkauft. Oh nee. Gut. Ich bin beim Sägewerk. Ich warte auf einen neuen Anhänger, ne? Nee, Volker. Der steht beim, bei dir auf dem Hof. Ja, ist nicht wahr. Doch. Albert? Albert? Jo, ich bin hier. Wo bist du denn? Ja. Hast du den Holzanhänger am Hof gesehen? Ja, der steht im Silo. Warum hast du den nicht mitgebracht? Ja. Na gut. Nimm mal den Fasttrack und hol den Anhänger. Hört, wie du das sagst. Ja. Das liegt am Wetter, ne? Nee, der Jürgen, der hat... Oh Gott, Handbremse an oder was? Der Jürgen hat den da hingeordert. Ich hoffe, dass er mir Bescheid gibt, wenn ich sag zum Sägewerk. So. Und der Fuzzi von der Gemeinde müsste auch gleich kommen. Boah, jetzt verstehe ich wieder besser. Mein Telefon und das Headset müssen besser eingestellt. Jetzt geht's wunderbarer. Gut. Na, der Regen, ne? Das Feld unter Feld ist fertig und kannst nicht ernten, ne? Jo, ist bei anderen Feldern auch so. Ja gar nichts, weil wir brauchen das, wo wir Hackschnitzel produzieren können. Dann kann man in die Bücher reingucken. Aber da irgendwas haben, was wir noch. Ah, warte mal. 20. Ich bin ja gleich oben, da können wir ein bisschen Holz produzieren. Es bringt uns aber nichts, wir brauchen Hackschnitzel. Weil die Karton, die Palettenproduktion ist voll. Zur Not kann man ja hinten bei der Palettenproduktion was rausnehmen. Ja, aber dafür kriegen wir immer noch keine Hackschnitzel. Was sind wir mal den hier mieten? Ja, der tut sich ziemlich schwer, ne? Der Fasttrack. Hast du die Kabel dran? Moment. Mach die Kabel, die Hydraulikschläuche nochmal weg und dran. Zur Absicherung hier an die Seite.
Folge Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna. Jo. Sie wollten, dass ich Sie anrufe. Jo. Ja, was wollten Sie denn jetzt? Hatte ich Ihnen vorhin doch schon gesagt. Ein Angebot für einen Hacker. Ja, aber was darf es denn da sein? Sind Sie eher so in Richtung von dem Jens BA 725D oder von dem Jens HEM 583Z? Was also ist denn das? Beide, also Sie wollen Holz zu Hackschnitzel machen. Ja, exakt. Ja, dann gibt es die beiden Modelle, die da aus Holzstämmen Hackschnitzel machen. Der eine ist Albert, eckig. Fahr mal drunter. Ja. Also der eine ist der günstigere von beiden, kann 5 km/h fahren, noch wenn man den so ein bisschen rangieren muss. Der teurere am LKW betrieben, also oder am LKW fahren, oder Traktor. Warte mal. Ja, ich höre Ihnen zu. Ja. Ja. Muss nur nebenbei auch arbeiten, nicht so wie Sie. Oh, sorry, dass ich in den Katalog schaue. Und dessen halt nicht fahre. Okay. Sie ihn auf dem Friedhof beerdigen. Ich würde gern mal den. Sie hatten gesagt, da ist einer dabei mit einem Kran, oder? Kran? Ja, der hintere von den beiden. Hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Ja, da ist einer, so ein größerer, haben ja, der hat der größere, der für 88.000 Einkaufspreis. Oh, mit dem, Albert! Palfinger. Brauchst du nicht hochfahren, gibt keine Hackschnitzel. Ja, wegen Kran, genau. Gibt's eine Möglichkeit, dass man den testen kann? Im Test kostet da pro Tag, lassen Sie mich kurz rechnen. Ich will den testen und nicht mieten. Ja, also glauben Sie mir, ich kann Ihnen das leider nicht zum Testen anbieten. Weil ich werde den vielleicht einmal vertesten lassen. Das ist leider nicht möglich, ne? Und wenn ich den miete, wie lange dauert das? Der kommt dann in einer Woche. In einer Woche brauche ich den nimmer. Es sei denn Express, aber dann muss man gucken, ob der verfügbar ist. Dann gucken Sie mal und dann rufen Sie mich nochmal an. Ja. Gut, tschö. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder von dieser Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Wir gucken mal, ob wir hier so einen komischen Anhänger getestet kriegen. So einen komischen Anhänger, sage ich. So einen Hacker. Und den zum Leihen kriegen. Wäre nämlich optimal. Dann könnten wir ein bisschen Hackschnitzel machen. Wir brauchen nämlich Hackschnitzel für die Holzkohle und auch für unsere Kartonproduktion. So, aber in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.